Ich habe lange überlegt, ob ich das Video überhaupt hochladen soll. Aber es ist nun mal so, dass im Hobby mit den Spinnen oder mit den Reptilien nicht immer alles glatt läuft. Ihr habt sie ja gesehen, eine kleine Monocentropus balfouri hatte Krampfanfälle, sei es durch Vergiftung oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie jetzt wirklich 2,5 Tage gepflegt, sondiert, extra gehalten, versucht zum Füttern. Aber letztendlich hat sie den Kampf verloren. Ich habe sie erlöst. Also hier mal eine Triggerwarnung an alle. Wir werden hier im anschließenden Video eine Spinne betäuben und danach erlösen. Wenn jetzt hier jemand irgendwelche Kommentare schreibt bezüglich ist doch nur eine Spinne oder steigt doch drauf, bitte verschwinde, geh einfach, ich werde deine Kommentare löschen und im schlimmsten Fall auch bannen. Ich steige auch nicht eine Katze auf den Kopf, wenn sie leidet, oder ich steige auch keinen Menschen auf den Kopf, wenn er leidet. Dafür bin ich nicht der Mensch dazu. Vielleicht mögt ihr der Mensch dazu sein. Ich nicht. Ist für mich nicht nur eine Spinne, es ist für mich mein Haustier, wie für andere eine Katze, etc. Aber ich dachte mir, somit kann ich zumindest zeigen, wie man eine Spinne betäuben kann. Verzeiht, wenn ich im folgenden Video etwas emotional rüberkomme. Auch sowas ist für mich nicht leicht zu machen. Ja, und damit, wie gesagt, ihr seid gewarnt. Wenn ihr das nicht sehen wollt, klickt auf ein anderes Video von mir. Das wird kein schönes Video. Und damit, ja, fahren wir fort. Ja, unsere Kleine hat den Kampf quasi verloren. Das ist wirklich nur noch ein Zucken. Deswegen ein schwerer Teil des Hobbys. Wir werden sie erlösen. Für den Vorgang habe ich die Kleine jetzt hier rein verfrachtet in eine kleine Dose mit Löcher. Wir werden hier in so ein Glas, das wir dicht machen können, einen Beutel voll Backpulver reingeben. Dazu etwa 20 Milliliter Wasser. Und stellen die Spinne da rein. Und machen oben den Deckel zu. Das Natrium im Backpulver reagiert mit Wasser und stößt CO2 aus. Damit wird die Spinne etwas schwerer atmen und einschlafen. Das Ganze wird jetzt 20 Minuten dauern. Sie wird friedlich einschlafen. Ja, und dann werde ich sie einfrieren. Sie wird nichts mitkriegen. Sie wird einfach einschlafen. Es sind 20 Minuten rum, vielleicht sogar 25. Ihr seht, das Tier macht keine Bewegung mehr. Es schläft tief und fest. Würde ich sie jetzt aus dem Glas rausnehmen, wäre sie nach, je nach Raumtemperatur zwischen 5 Minuten und 20 Minuten wieder wach. Da ich aber nicht will, dass sie wach wird und tief und fest schlaft, kommt jetzt der schwierigste Weg, und zwar der Weg ins Gefrierfach. Dann ist das in einer halben Stunde erledigt. Für die, die das nicht glauben, ich habe diese Methode auch schon angewandt bei der Birupes, bei meiner Spinne mit dem verkrusteten Abdomen, um ihr den Abdomen zu reinigen. Sie ist immer wieder aufgewacht. Ich habe das schon dreimal gemacht. Das ist jetzt das vierte Mal. Ich denke, das ist der humanste Weg, die Spinne einzuschläfern. Also meine Kleine, mach's gut.